In diesem Viertel wohnt Familie Candilia. Wir wollen euch die Geschichte von dieser Familie erzählen. Aber eigentlich hatte ja alles viel früher, vor etwa 9 Monaten angefangen. Das ist Nuri. Seine Freunde nannten ihn inzwischen der arme Nuri, weil er so oft die Schule versäumte und kaum Freizeit mehr hatte. Manchmal besuchten seine Freunde ihn zu Hause, was Nuri nicht immer sehr angenehm war. Als nach seinem Vater auch die Mutter mit der Nachtschicht anfing, lastete die ganze Hausarbeit und die Aufsicht seiner 5 Geschwister auf Nuri, da er der Älteste war. Nuris Schule war bald zu Ende und er guckte sich nach einer Lehrstelle. Und deswegen ließen die Eltern den 70-jährigen Opa Palishan aus der Türkei nach Berlin kommen, damit die Kinder nicht ohne Aufsicht waren. Nuri freute sich bestimmt am meisten auf den Opa. Am Anfang kümmerten sich die Kinder nicht besonders um den Opa. Sie fragten sich, wer dieser alte Mann mit den freundlich blickenden Augen überhaupt war. Aber das änderte sich. Und der Opa gewann bald die Herzen aller Kinder. Dies ist Ayla, die älteste Tochter. Sie ist die fleißigste. Nuray ist ein Bücherwurm. Attila spielt am liebsten mit seinem Computer. Da ist auch Monika, Loris Freundin. Sie gehört schon fast zur Familie. Hey! Berivan, die Jüngste, ist Opas Liebling. Bitiyor ya bak, tatlımız bir sır var. Nedir? Bunlarda pop var. Ne pop? Popcorn. Ha, popcorn. Jeder hat mir auch was übrig. Verspät, ich habe noch einen gefunden. Fressende Stirn. Ja, dola kalan dola kalır böyle işte. Neyse, senin içinde biraz popcorn. Ja, der Opa war schon ein Spaß für ihn und verstand es, sie oft zum Lachen zu bringen. Aber heute passierte etwas, was ihr Leben ändern sollte. Tja, es tut mir leid, aber das Gesetz ist nun einmal so. Die Aufenthaltserlaubnis ihres Vaters wurde schon 3-mal verlängert. Ihr Vater hat die Stadt in 3 Tagen zu verlassen. Aber was sollen die Kinder ohne ihn machen? Wir lieben ihn so sehr. Wissen Sie, gute Frau, wenn wir jeden Opa hierher holen würden, der von seinen Kindern geliebt wird, dann hätten wir in Deutschland nur noch Opas. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht für die Kinder. Herkes bana baksın. Şu 5 markı şu tabağa koyuyorum. Şimdi hiç elini değdirmeden bu 5 markı aynanın tabağına geçirebilir miyim, geçiremez miyim? Also, ob er das Geld oder zu berühren, auf dieser Schüssel in die andere legen kann. Natürlich kann er. Yaparsın dedi. Ja, madem yaparmışım, yapmıyorum öyle ki. Nein, wenn du sagst, er kann es, dann macht er es natürlich nicht. Ja, aber was denn? Sag mal nicht! Sag mir! Ja, aber was denn? Sen geç oraya bak. Gel bakayım artık karşına. Pass mal auf, dass er nicht reinlegt. Demek inanmıyorsun, ha? Şimdi ben ne yaparsam onu yapacaksın. Ve gözlerini gözlerinden sakın ayırmayacaksın. Yoksa büyük olur. Also ich soll alles machen, was er sagt, und nur zu ihm gucken, nur in seine Augen. Sakın bilme yok, ha? Hiç hop. Fokus, fokus.
Thank you.
mir sagen, wo das Restaurant Ezzadana ist? Ja, ja, Restaurant. Ist es nicht. Nur einfach nur die Söhne. Tomatitos, tomates, pásenme tomates para su ensalada. Neydi o? Kızım yoksa papağan mı? Dedi ya ben çocuk muyum? Ne karışıyorsun bana? Ne mi karışıyorum? Und du, wieso klopfst deinen Feuer nicht an? Mach mal so die Badezimmertür auf! Wie heißt denn der nochmal? Fangen Sie mal hier im vierten. Aufmachen! Lassen Sie uns rein, machen Sie die Tür auf! Was soll denn der Quatsch? Mach! Auf jetzt! Mit euch los. Wir sind vom Einwohnermeldeamt, wir wollen Herrn Alisan von dem hier sprechen. Das ist ja mein Opa. Er ist aber weg. Er ist letzte Woche in die Türkei zurückgekehrt. Hm. Dürfen wir kurz reinkommen? Ja. Nein! Ja, also was denn nun, ja oder nein? Nein! Unsere Eltern sind nicht da. Wir dürfen niemanden reinlassen. Ja, und wann sind die Eltern mal da? So gut wie nie. Diese Woche haben sie Mittagsschicht. Also gut. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Das ist sicher. Was ist das denn? Ich muss mich sehen. Da war sie wieder vor mir. Da ist was für mich. Die Familie versuchte, dem Opa klarzumachen, dass er ein paar Tage bei den Verwandten bleiben müsste. Schließlich war der Opa damit einverstanden. Nur auf ein Ausgehverbot wollte er sich nicht einlassen. Ein Ausgehverbot lasse er sich nicht gefallen, sagte er. Erinnerst du dich? Oh, ja, Mama hat natürlich gerne gesehen. Danach war nichts mehr wie früher. Opas Koffer stand fertig gepackt im Flur. Immer wenn sie den Verdacht hatten, dass die Polizei kommen könnte, brachten sie ihn zu den Verwandten. Schienen es alle vergessen zu haben, dass eigentlich der Opa auf die Kinder aufpassen sollte. Na, wie geht es euch? Nicht schlecht. Die Leitung geht super. Darf ich?
Und Opa zu Hause? Nein, das ist noch viel. Allein? Apfel und Bildern verschlossen auf. Gibt's was? Ich weiß das gar nicht. Stimmt, ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe eine Lehrstelle gefunden. Super, ich freue mich für dich. Opa wird sich bestimmt nicht freuen. Wieso? Ich soll Blumen und Gärtner nachlegen. Ja und? Auf einem Friedhof. Ich gehe jetzt ins Café. Wisst ihr, was er sagen wird? Nee. Kannst du nicht was Anständiges lernen? Und als zweites wird er sagen, wenn du Bauer werden wolltest, hättest du doch bei uns zu Hause im Dorf bleiben können und die Äcker bestellen. Bist du dir sicher, dass er das sagen wird? Na, wenn du mir nicht glaubst, dann kommst du hier mit. Ach, ich komme auch mit. Nee. Wir werden dich aber erstmal mit dir vergessen. Du willst nicht mehr bei dir los. Weil wir uns die Kriege vergessen, wir sind Kinder, kann uns anders schmecken. Das sind Träge, die sind aber was dran. Das ist mir auch nicht mehr, aber ich Thank you.
Sachte, sachte, junge Dame. Wie soll ich das dann für euch glauben? Dürfen wir uns in der Wohnung umsehen? Erst muss ich sehen, sollst du rum zu viel sehen. Kannst du schon lesen? Natürlich kann ich lesen, ich gehe schon in die Schule. Na, das ist ja fein. Ich würde sie wohl sagen. Ich gehe jetzt ein. Klopfstock, schämst du dich gar nicht?
so einfach fortzulaufen. Rein mit dir, schnell! Ja, aber. Guten Tag. Meine. Ich weiß schon, Ihre Enkelkinder. Was macht ihr hier? Ich besuche meinen Hund, meine Mutter und habe den Hund. Und ihr, was macht ihr hier? Besucht eure Mutter oder euren Hund? Bruder. Ich dachte, Moslems hätten etwas dagegen, auf einem christlichen Friedhof beerdigt zu werden. Der ist doch nicht beerdigt. Noch nicht beerdigt, wo ist denn der Saat? Ich war noch hier. Ich bin da. Er arbeitet hier. Wo ist denn der Opa? Wer ist Opa? Wissen Sie, der Hund heißt Opa. Mein Hund heißt Klopstock und nicht Opa. Und er ist kein Türke. Apropos Hund, wo ist der eigentlich? Also das ist mir zu viel. Komm, wir gehen lieber. Mann, was wird das denn, Hund? So kämen wir hin, wenn jeder seinen Hund mitbringen würde. Sie müssen suchen. Das ist Ihre Pflicht. Regen Sie sich auf. Der Hund findet schon wieder nach Hause zurück. Aber wozu haben wir denn eine Polizei gesteuert? Ja, schon mal raus. Da können Sie sich nicht fragen, was Ihnen da passieren hat. Nicht wirklich festlegen. Und die uns beide decken. Das muss der Hund sein. Habe ich Ihnen das nicht gesagt? Da ist er. Glauben Sie mir jetzt? Jetzt seien Sie doch mal ruhig. Ein Hund auf dem Friedhof. Jetzt haben wir den Hund. Und hier haben Sie den Opa. Wem gehört der Hund? Uns gehört er! Der Hund? Nein, der Opa! Und der Hund? Mir. Und Sie lassen sich ja nicht wieder blicken mit dem Hund. So, Sie kommen jetzt mit uns. Mit so einem Pass können Sie nicht rumlaufen. Ihr Visum muss abgelaufen. So fand das Versteckspiel schließlich ein Ende und der Opa musste in die Türkei zurück. Als die Kinder sich später an ihren illegalen Opa erinnerten, stellten sie fest, dass sie ein sehr schönes Gefühl aus dieser Zeit